Okay, läuft. Gubimann, DJ, hier in Gießen bei der wundercoolen, schönen Veranstaltung, die heute stattfindet. What's up? Letztes Wochenende. Genau, was passiert hier eigentlich? What's Art? Was ist Art? Oder wie ist es zu verstehen? Also soweit ich das mitbekommen habe, das war hier so eine Art Handwerkeratelier. Und die werden wohl jetzt abgerissen. Okay. Und für circa einen Monat gibt es halt jetzt so ein Zwischennutzungsprojekt. Ziemlich viele Livebands und DJs, irgendwelchen Kunstprojekten. Genau, ja. War ziemlich geil. Ich war jetzt nicht so oft da. Ich bin heute und morgen eben nochmal da. Morgen ist der letzte Tag. Hast du hier schon was gemacht? Hast du hier schon aufgehört? Nee, also morgen ist der erste Gig, den ich mache als DJ. Genau. Jamaican Breakfast. Ah, okay. Genau. Und ich spiele halt meinen Afro-Sound. Genau. Super. Jetzt erzähl mal, du hast ja gestern auch in der Muffathalle beim Refugee Camp Veranstaltung mitgemacht. Warum machst du das? Warum ich das mache? Naja, zum einen halt wegen der Musik natürlich. Wegen der Musik. Das halt mein Sound ist, der Sound, den ich liebe und ich grundsätzlich halt jede Möglichkeit nutze, den Sound spielen zu können. Aber ich finde einfach das Konzept, die Veranstaltung ist von Jonathan Fischer, ist halt ziemlich etablierter seit 20 Jahren DJ in München für Soul und der hat sich das ausgedacht, das Refugee Camp. Und die Idee ist halt, dass halt junge Migranten auch mal ins Mischpult können und den Sound spielen, den sie lieben. Schwerpunkt ist halt Afrika, weil der Jonathan da auch ziemlich einen Bezug zu hat. Der ist öfter drüben. Genau. Und ja, letztendlich ist das verbindende Element halt die Musik. Und man kann auf Demos gehen, man kann sich als Helfer engagieren, aber einfach dann mit den Leuten einen schönen Abend zu haben, zu tanzen, Musik zu zelebrieren. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Sache, die vielleicht auch die Leute anspricht, die jetzt nicht unbedingt als Helfer jetzt am Hauptbahnhof mitgeholfen haben, sondern die einfach Bock haben, zu schauen, was sind es für Leute, die vielleicht Bock haben, auch da neue Kontakte zu schließen. Ja. Ja, und was hast du dann gemacht? Weil die Refugees, die haben ja quasi aufgelegt, habe ich das so verstanden? Naja, du bist ja DJ Gabu. Ich war Gast-DJ, es gibt halt so ein Kern-DJ-Team, das ist der Jonathan Fischer selber. Okay. Und der Jonathan Fischer hat so eine Art Ziehsohn oder so, der Pali Tsai heißt der. Ja. Und die zwei machen das schwerpunktmäßig zusammen. Dann gibt es noch den G-Boy. Ja. Und die drei sind eigentlich so das Standard-Line-Up, dass man halt ein paar feste DJs am Start hat. Aber das Konzept ist halt das, dass, wie gesagt, junge Migranten einfach mit dem iPhone oder mit dem Handy hinkommen können und ihre Lieblingssongs abfeuern können. Gestern haben wir es auch so gemacht, dass wir eben ein paar Mics am Start hatten. Ein paar Jungs haben gerappt und so, ein paar Beats abgespielt. Ich frage deshalb, weil du ja generell viele African Beats, Afro Beats, du bist ja der DJ für African Sound hier in München, neben anderen DJs, Alain Buschbeier, der auch so ziemlich quieter-technisch gut drauf ist. Sidekicks von Nobody, genau. Genau, und der Kulturjote warst du auch regelmäßig ein Gast, gell? Das ist mit auch die Motivation von Jonathan Fischer wahrscheinlich, dich am Start zu haben, vermute ich, oder? Also, oder ist es ich habe ihn kontaktiert. Ich habe ihn kontaktiert. Ah, okay, weil, wie gesagt, also die Szene ist halt recht überschaubar von Leuten, die den Sound auflegen. Also moderne Afrobeats, also Clubproduktionen, sprich nicht 70er-Jahre Afrobeat. Der Begriff Afrobeat ist ein bisschen belegt mit 70er-Jahre-Sound und es gibt halt da eine relativ neue Bewegung. Also speziell die letzten 5 Jahre ist extrem viel geiler Scheiß rausgekommen. Richtige Clubproduktionen, Südafrika, Ghana, Nigeria, Angola. Und die Stile heißen halt dann Kwaito aus Südafrika oder Asonto aus Ghana, Nigeria oder halt Kuduro aus Angola. Und was mich halt fasziniert, sind einfach, dass jetzt freshe Beats kommen, die fett ausproduziert sind, die wirklich in die Hüfte gehen und aus allen Musikstilen einfach so die geilsten Elemente zusammenbringen. Da ist so ein bisschen Hip-Hop-Flavor drin, da ist R&B-Flavor drin, du hast freshe Beats, die du noch nicht gehört hast, fett mit Bums und also, da fließt alles zusammen. Also das ist halt die Musik, die ich momentan am allergeilsten finde. Ja, das ist auch auffällig momentan, dass auch mit den Flüchtlingen und der ganzen Kultur,
die mit den Flüchtlingen natürlich nach Europa kommt, kommen natürlich auch neue Sounds, neue Beats, neue Styles definitiv mit hierher. Definitiv. Und merkt man da eine gewisse Veränderung so in der Szene, weil normalerweise war ja Weltmusik immer, wird immer geschimpft, Weltmusik, aber mittlerweile hat man das Gefühl, dass da in Sachen Kwaito, in Sachen African Beats, da eine, also man spürt so eine kleine Bewegung, die Leute schwenken mit. Vor 5 oder 10 Jahren, wenn du Kwaito gesagt hast, genau, haben dich alle angeschaut, wie als wärst du ein Stern. Du bist ja mittendrin, was spürst du da? Was gibt's da für Vibes? Gibt's da was? Oder gibt's auch da viele, die sagen, nee, bitte, das ist einfach, das überfordert uns, wir haben Angst. Kann ja auch sein. Ja, also, sie haben Angst, dass unsere Musik sich nicht, unsere andere Musik vielleicht untergeht oder so. Das Münchner Publikum kennt den Sound halt auch gar nicht. Und München ist halt speziell in Deutschland immer eine der letzten Städte, wo Trends ankommen. Und ich würde jetzt mal sagen, dass momentan in der jetzigen Phase es noch nicht so ist, dass durch jetzt Migranten neuer Sound mitgebracht wird, sondern es sind vielleicht eher einzelne Musikfans, die sich das picken und die einfach ihren Geschmack verfolgen. Und in München speziell kommen so Trends halt immer als allerletztes an. Aber in Berlin gibt es das schon. Frankreich. Portugal, Lissabon ist eben, weil es da eine starke Aktie zu Angola gibt. Kuduro. Aber ich sag mal, das Publikum in München kennt den Sound jetzt vielleicht noch nicht so, also zwei Institutionen, die das hier sehr lange schon versuchen zu etablieren, ist eben No Booty No Party oder der Georg Mills mit Out Here Records, der ja auch schon Kwaito-Scheiben verlegt hat hier mit seinem Münchner Label. Genau, also das sind so für mich die Pioniere und ich bin seit 2 Jahren dabei und ich beobachte halt das, dass jetzt speziell im letzten Jahr immer mehr der Begriff Afrobeats oder dass auch die Leute ungefähr wissen, was ist denn eigentlich Kuduro oder Sonto. Also was jetzt mir jetzt zum Beispiel in Südafrika aufgefallen ist, ist, dass die Kwaito-Künstler immer mehr in Richtung auch, also früher waren die mehr so House, also African-Style, haben auf ihre Muttersprache ihre Texte gemacht, das tun sie jetzt auch. Allerdings ist das so, ja, so ein Hip-Hop-Element, die sind jetzt auch mit drin vermischt, also ziemlich stark sogar, aber es hört sich trotzdem anders an, wie so klassischer Hip-Hop. Also, ich weiß jetzt nicht, was klassischer Hip-Hop ist, ja, aber halt eben, es ist auf jeden Fall afrikanische Musik untermalt mit afrikanischen Instrumenten, untermalt mit Booty-Shaking, untermalt, es erinnert schon fast so an Südstaaten und New York, nicht Südstaaten, Südamerika und New York, Einflüsse damals mit. Ich meine, klar, also die Jungs in Afrika warten halt auch schon seit 10 Jahren darauf, dass ihr Sound, der einmalig ist, der wirklich eine Fusion ist eben aus all diesen Stilen und wirklich was Neues, Einzigartiges jetzt ist, was wirklich meiner Meinung nach auch eine große Welle noch macht in Europa, die einfach hier in München noch nicht angekommen ist, aber in anderen Städten schon. Und da gibt es eine sehr schöne Doku auch über Ease. Das ist ein Deutscher, der ist in Namibia aufgewachsen und hat da namibianischen Kwaito gemacht. Und in dieser Doku wird sehr schön klar, wie eigentlich seit 10 Jahren die Jungs da unten schon warten, dass der Sound endlich in Europa ankommt, damit die da auch hier ein bisschen was verkaufen können und das auch entsprechend erfolgreich sein können. Ja. Ich denke, dass es jetzt so langsam hier losgeht. Ja. Wie gesagt, der Gerd Mills hat auch vor einigen Jahren schon in Kurz mal versucht, den Kwaito-Abend zu etablieren. Aber da waren die Leute halt nicht so weit. Aber so langsam kommt es. Ja. Es ist halt ziemlich auffällig, dass auch so die traditionellen Sachen in Afrika sich immer mehr und mehr halt in Richtung, also sich so veramerikanisieren oder hast du nicht so die, besteht da nicht so die Gefahr, dass das Ursprüngliche eigentlich, also sprich Kwaito in der Form, wie es halt so, wie es entstanden ist, dass es irgendwann so alles verwässert und letztendlich
am Ende alle nur noch Hip-Hop machen. Und das passiert doch letztendlich mit jedem Musikstil. Ja. Es gibt immer so die Anfangsphase, wo was Neues ist, wo die Idee noch rein ist, ja, und wo so die Pioniere kommen, und dann wird es immer mehr kommerzialisiert, immer mehr springen auf den Zug. Und es wird dann immer kommerzieller, die Labels springen auf und vermarkten das, und es wird dann am Ende immer wie Fließband produziert und am Ende kommt qualitativ Scheiß raus. Das passiert mit jedem Musikstil, es war immer so, es wird auch immer so bleiben. Okay, also, weil du schenkst wahrscheinlich auch in der same Claim, in dieser, wie heißt es, Zwickmühle, weil du musst andererseits den Sound für die Leute irgendwie hörbar machen, das was sie gewohnt sind, und gleichzeitig irgendwie den afrikanischen Sound introducen, also vorstellen. Ich mache mir selber relativ. Bist du einfach konsequent und spielst einfach die Musik von die originale Musik und sagst, okay. Ich bin relativ konsequent in dem Sinne, dass ich halt ausschließlich Sachen spiele, die mir wirklich super gefallen. Ja. Und mein Background ist eben nicht Dancehall und mein Background ist auch nicht Club-DJ, Hip-Hop. Und da gibt es Leute, die das besser machen als ich und länger machen als ich, aber natürlich musst du die Leute immer wieder abholen im Laufe des Abends. Und du musst halt da auch entsprechend vorbereitet sein. Aber ich mache es mir relativ einfach. Ich spiele das, was ich liebe, was ich geil finde. Ich kaufe mir nur Lieder, die ich auch spüren kann. So. Also ich spiele keinen einzigen Song, der mich nicht wirklich kickt. Ja? Also, und es läuft ja. Also klar könnte ich wahrscheinlich auf größeren Veranstaltungen spielen, wenn ich da schneller und größere Kompromisse mache, aber ich will das ja jetzt auch nicht irgendwie damit Geld verdienen, sondern ich mache das halt, weil ich die Musik liebe, weil ich mit den Leuten tanzen will, weil ich sehen will, wie die Leute ihren Arsch schütteln. Okay, ist cool. Einfach schön so. Also es ist einfach deine Freizeit, ist jetzt nicht dein Lebensunterhalt. Ich habe einen 40-Stunden-Job und mache das nebenbei. Okay, cool. Ja, also... Ich könnte jetzt nur noch persönliche Fragen stellen. So, ja, mach, wenn dich was interessiert. DJ Gubiman, wie kommt man auf den Namen? Gubiman? Ja. Ja, wie gesagt, ich bin da immer relativ konsequent gewesen in der Frage, ob ich jetzt kommerziell Musik spiele als DJ, ja, oder eben mehr so als Künstler, ja, den Leuten was Neues zeige, so. Das, was ich halt selber auch geil finde. Und Gubiman war für mich auch so ein Stück weit ein Kompromiss. Vorbilder namenstechnisch waren halt tatsächlich DJ Bobo und DJ Ötzi. Zwei DJs, die so saublöde Namen haben, wo du einfach dir nur einen Kopf hast. Ja, und so, ist der bescheuert? Aber du merkst dir den Namen. Und das ist das Geile daran. Ja. Aber hat Gubi irgendeine Bedeutung? Und das lässt sich auch schön aussprechen, weil Gubiman... Das ist einfach irgendwas Insider. Das ist einfach lustig, aber okay. Letztendlich, man kann drüber streiten. Ja. Das hat eine Bedeutung, ich heiße halt Guido Biermann, ja, das sind die zwei Anfangsbuchstaben vom Vornamen und die zwei Anfangsbuchstaben vom Nachnamen. Weil sie schon so was Persönliches mit drinnen. Ja. Du bist in München aufgewachsen, oder? Ja, ich bin hier geboren. Wir sind hier so auf einer München-Hip-Hop-Veranstaltung sozusagen, wo viele alte Legenden sozusagen zusammenkommen, so, die alle um 95 schon aktiv waren, wie Main Concept, Echo Rausch auf, genau, der anderen Seite. Ja. Wie hast du das erste Mal Hip-Hop in München kennengelernt? Über andere Elemente oder über Rap, egal. Ja, mein, also Hip-Hop Bezugspunkt in München kennengelernt war halt 85. Ich hatte in meiner Klasse halt zwei Klassenkollegen, zwei Schwarze, der Nick und der Sunday, und die haben mir halt die ersten Tapes in die Hand gedrückt. Das war halt damals Breakdance. Ja. Oldschool Electro, kann man sagen, ja. Captain Rock und so. Ja. Und da ging es halt los. Seitdem habe ich halt angefangen, Black Music zu sammeln und halt Rhythmus fokussierte Musik. Also habe dann seit 89 angefangen, selber aufzulegen. Eben auch Hip-Hop so in Freizeitzentren, da im Einstein. Damals hat Step to This im Einstein trainiert und ich habe DJ gemacht jeden Mittwoch. Dann habe ich halt nach den Samples gesucht, die da verarbeitet wurden, und Funkstar, Rare Groove, Vinyl mir gekauft damals. Also ja, weil du auch eben als DJ lange aktiv bist, was mich interessieren würde, wie du so die letzten 5 Jahre so, was DJing als Kultur angeht,
Wie viel hat sich da für dich verändert? Weil die neuen Sounds, die du heutzutage auflegst, viel davon wirst du auch aus dem Internet haben. Gerade ja, so neue Musikstile. Kaufst du gar kein Vinyl mehr, aber hast früher mit Vinyl aufgelegt? Also die Musik, die ich auflege, die wird in Vinyl gar nicht gepresst. Ja. Und da kommst du, wenn dann mal was gepresst wird, hier auch gar nicht ran. So. Ja. Also du musst es letztendlich runterladen. Ja. Und wie gesagt, seit 2005 kaufe ich halt Musik. Also, aber du hast quasi nie Vinyl gesammelt so? Doch, doch, klar. Ich habe eine Sammlung, aber halt das im Bereich Funk, Soul, Rare Groove, ja. Hip-Hop. Aber meine Hip-Hop-Sachen sind halt aus der Zeit 88 bis 91 ungefähr. Und Funk, Soul, Rare Groove habe ich halt dann mir das gekauft, was in meiner Hip-Hop-Sammlung versampelt wurde. Ja. Genau, so Blaxploitation-Sachen. P-Funk, der ganze Kram. Achso, dann sozusagen. Das habe ich halt auf Vinyl und das habe ich jetzt zum Beispiel am Freitag im Nachhinein sozusagen aufgeholt, was du für eine Musik kennengelernt hast über die Rap-Platten, die Original-Sample-Quellen und so. Ja, das war ja damals. Ich meine, macht ja jeder, oder? Also, das ist halt einfach geil, nach den Original-Versionen zu suchen, die da versampelt wurden, wenn man Lieder liebt. Ja. Das macht ja jeder irgendwie, glaube ich. Ja. Aber ich meine, um deine Frage noch mal einzugehen, was die letzten 5 Jahre DJ-mäßig in München passiert ist, kann ich gar nicht so mitreden, weil ich jetzt, wie gesagt, seit 2 Jahren erst wieder angefangen habe, aktiv als DJ zu arbeiten und eben sehr fokussiert ausschließlich auf den Afro-Sound. Ja. Also nichts anderes. Und davor habe ich jetzt, ich weiß nicht, seit 2005, also ja fast 10 Jahre Pause gemacht. Und da zu der Zeit habe ich damals Booty Mashup abgelegt. Aufgelegt und habe da den Freeze und seine Panda Party im MC Müller abgelöst. Da war ich Samstag Resident mit Mashup, Rudy, Buster Pop. Genau. Zwei Fragen noch. Die erste, was für traurige Musik hörst du? Traurige? Oder hörst du keine traurige Musik? Also ich hör ja echt eigentlich mittlerweile alle Musikstile traurig. Was ich sehr geil finde, sind auch so Sachen wie Dead Can Dance, The Cure, Wave, Gothic, Post-Punk, aber auch so Klassik, so Sachen wie Ravel oder Debussy. Ich meine, Musik war immer mein Leben, seit ich 16 bin. Deswegen oder auch Hardcore-Punk at the Drive-In oder keine Ahnung, No Twist. Aber schon eher so die Sachen, die nach vorne gehen, oder? Weil, also, aber gerade bei dem Sound, den du auch auflegst, sind. Eben, weil die in diesen emotionalen Sachen, die du auflegst, ist ja teilweise schon noch ein Sehnen dahinter. Es ist nicht traurig in dem Sinne, aber es ist teilweise aggressiv Sachen, und ernst auch. Es ist jetzt nicht nur Party. Die Sachen, die ich kaufe, also ungefähr 50% von den Sachen, die ich kaufe, die haben eine sehr melancholische Note, aber die kann ich halt dann auf Gigs nicht so spielen, weil da musst du halt die Stimmung halten, schauen, dass die Mädels von uns zusammenkommen. Und Homosexuellen-Partys spielst du quasi nicht. Klar spiele ich auch, wenn mich jemand einlädt, logisch. Nee, weil du meintest, Mädels und Jungs, dass die zusammenkommen. Okay, und die letzte Frage, was machst du auf Facebook? Was ich da mache? Wozu Facebook? Du, es ist halt, glaube ich, also ich fand Facebook anfangs sehr geil, weil es halt sehr nett war mit seinem Netzwerk, mit den ganzen Leuten, die man kennt, einfach mal so ein paar nette Fotos, paar nette Shots oder paar nette Sprüche zu tauschen. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Seit ein paar Jahren mit der ganzen NSA-Scheiße und so macht es ja keiner mehr, hat keinen Bock drauf. Jetzt ist es halt ein reines Event-Kalender-Tool geworden und ein Promotion-Tool. Die Leute, die halt irgendwas machen, nutzen es halt als Promo-Kanal. Und Facebook, mei, da wird irgendwann eine andere Plattform kommen, die vielleicht wieder ein bisschen mehr das persönlich aus den Leuten rauskitzelt, was ursprünglich mal der Reiz war. So. Okay, noch eine Special-Frage. Was ist das beste Albumcover der Musikgeschichte? Albumcover der Musikgeschichte? Wir blenden es dann ein. Bitte? Wir blenden es jetzt ein, wenn du es jetzt nennen kannst. Oder du erzählst dir uns, was du auf ein Albumcover machen würdest, was unbedingt mal gemacht werden muss. Logo. Ja, Mann. Weil, dass ich nicht gleich drauf gekommen bin hier. Lee Won. Nee. Hast du... Also, nee, weil du dich auch grafisch, du kennst dich auch grafisch aus und du machst beruflich auch grafische Sachen. Also ich gehe gerade verschiedene Sachen im Kopf durch, aber so richtig mega geil. Also ich finde, was zum Beispiel sehr geil geworden ist irgendwie mein neues Facebook-Profil-Cover. Ja.
Das ist mir sehr gut gelungen. Pass mal da auf. Da blenden wir es jetzt ein. The Gummy Man. Und du musst noch eine Zeile rappen, was du selbst als Rapper mal geschrieben hast. Oh fuck. Weil geheime Infos sind ja, dass du auch mal ein, zwei Jahre lang gerappt hast, weil du aus München nach Berlin gezogen warst das und dachtest, in Berlin musst du ein bisschen München representen. Oder was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Ja. Okay. Gummy Man. Und schon eingeblendet. Aber weißt du noch was, was du gerappt hast? Yes. Lass mal schauen, ob ich da noch drauf komme. Hochhäuser, die Türme unseres Babylon. Ich ahne, sie alle werden fallen. Letztes Jahr sah ich schon. Das ist ja schon. Nee, das ist ein endlanger Text, Mann. Aber ich bräuchte eine Minute, um mich da mal wieder so reinzudenken, weil das ist auch schon wieder... Da habe ich 2001 halt geschrieben, BTC und so. Und hast du auch selbst Beats gemacht, oder? Ja, habe ich auch gemacht. Ja, okay. Aber würdest du jetzt sozusagen nicht mehr rausbringen oder vielleicht nicht gleichzeitig zum mit deinem Beat? Vielleicht, oder um es Jungs zu geben, die das professionell machen, um da nochmal das ein bisschen aufzufrischen. So. Aber die Beats sind geil, also ich habe halt immer so irreguläre, man kann sagen arrhythmische oder halt Dinger, die eiern, ja, mit denen du nicht rechnest, neue Beat-Schemen. Ja, das hat mich immer fasziniert, deswegen war ich halt auch viel in elektronischen Musik unterwegs, weil da mehr passiert wie im Hip-Hop. Und wie gesagt, im Afro, da ist halt genau das geboten, was ich brauche. Neue Beats, fette Beats, neue Rhythmusstrukturen, neue Grooves. Okay. Okay, eine letzte Frage habe ich noch. Ich auch. Okay, dann mach du zuerst. Was ist das Land, was am weitesten weg ist von München, in dem du mal warst? Was? Warst du schon mal auf dem afrikanischen Kontinent? Nee, will ich unbedingt mal hin. Ja. In Senegal gibt es eine Tanzschule, da will ich unbedingt mal hin. Ja? Okay. Da gibt es ein sehr geiles Video, das heißt African Dances A bis Z und die haben das gemacht und das finde ich halt sehr geil, weil sie zu jedem Buchstaben zwei, drei Tänze vorstellen und oft ist ja dann der Name von dem Tanz. Das ist, glaube ich, Waldorfschulstyle. der Name der Musik. So. Okay. Ja klar, also Senegal ist dein Ziel. Seine Namen auch so tanzen, ja, genau. Okay. Letzte Frage ist eigentlich mehr oder weniger eine Aufforderung. Ich sage jetzt einen Satz und du wirst den einfach vervollständigen. Oh, fuck. Ist egal wie oder was. Ich bin halt nicht so der super spontane Mensch, aber da muss ich. Also ich sage jetzt einfach jetzt einen Satz. Also, wenn ich ein Bulle wäre,